meine Lieben, und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Bin ich scharfgestellt? Ich weiß es gerade nicht. Bei diesem neuen Video. Ich wurde vor wirklich ewig, ewig, ewig langer Zeit von Moni getaggt. Zudem, bevor ich sterbe tag, also Löffelliste, Bucketlist, wie auch immer ihr es nennen möchte. Ein wirklich genialer Tag. Ich finde den so großartig, aber ich kam leider einfach eher nicht dazu. Entweder weil andere Videos dazwischen kamen, die wichtig waren, für mich wichtig waren. Oder weil ich eine Pause eingelegt habe oder. Ich kam nicht eher dazu. Jetzt wird er gemacht, ja. Ich finde den mega. Ich habe auch ein bisschen viel. Und sicherlich trotzdem noch was vergessen, weil ich möchte einfach so viel noch machen, bevor ich sterbe. Nehmt das, was ich sage, bitte nicht zu ernst. Mir ist durchaus bewusst, dass ich sehr, sehr vieles davon nicht machen kann, bevor ich sterbe. Es sei denn, ich gewinne im Lotto, was nicht passieren wird, weil ich gar kein Lotto spiele. Badabusch. Aber es sind Träume und ich möchte... Also viele sagen ja, man sollte nicht mit Träumen ins Grab steigen, aber ach komm... Was wäre man denn ohne Träume, oder? Also mir ist durchaus bewusst, dass nicht alles davon im Laufe meines Lebens passieren wird. Aber ich finde die Sachen cool und ich möchte sie halt eigentlich mal machen. So, in meinem Kopf. deswegen habe ich sie dazu genommen. Ich mache es so wie Moni. Einiges von diesen Sachen, die ich jetzt erwähne, habe ich vielleicht schon gemacht. Dann setze ich da auch einen Haken hinter. Warum habe ich die denn überhaupt noch in der Liste, wenn ich sie schon gemacht habe? Jetzt steigt meine Katze irgendwie in die Müllsäcke. Ich habe da hinten aufgeräumt. Und jetzt ist das natürlich alles ganz neu für sie. ja, warum nehme ich die Sachen noch mit in diese Löffelliste? Weil das Dinge sind, wo ich ganz genau wusste, dass sie auf dieser Liste stehen. Und ich ganz froh war, dass ich sie abgearbeitet habe. Versteht ihr? Deswegen nehme ich sie mit rein. Also, wir legen jetzt mal los, damit sich das nicht allzu sehr zieht, weil ich habe wirklich viele Dinge auf meiner Bucketlist. So. Als allererstes möchte ich natürlich, ach so vieles geht reisen. Ich weiß, ich habe schon ein gewisses Alter erreicht. Mich nervt das gerade da hinten mit meiner Katze. Ne, sei ja. Ich habe schon ein gewisses Alter erreicht, wo es vielleicht nicht mehr ganz so einfach wird, viel zu reisen, weil vielleicht auch, keine Ahnung, in den kommenden 5 Jahren Kinder anstehen oder so. Muss dann halt alles als Rentner nachgeholt werden. Was auch schwierig wird, weil die Rentner kriegen ja irgendwann nicht mehr ganz viel Geld, ne? Trotzdem möchte ich viel reisen und da habe ich natürlich so einige Ziele auf meiner Bucketlist. Ich möchte auf jeden Fall mal nach Kanada und dort mit dem Auto rundreisen. Rundreisen? Mit dem Auto durch Kanada fahren. Oder auch als Beifahrer. Das hätte ich auch kein Problem mit, weil ich selbst fahre ja derzeit nicht. Steht auf jeden Fall drauf auf meiner Bucketlist, einmal durch Kanada mit dem Auto. Ebenfalls mit dem Auto würde ich gerne mal durch Norwegen nach Schweden, nach Japan, nach Australien oder Neuseeland. Gerne auch beides. Auf die Malediven, wenn sie bis dahin nicht untergegangen sind. Nach Rhodos, wenn sich die Lage dort ein bisschen entschärft hat, weil mein Verlobter schon sehr, sehr viel davon geschwärmt hat. Er war dort nämlich mal auf Exkursion und hat auch abgelegenere Orte besucht. Ich möchte mit meiner Familie, wenn ich dann mal eine große Familie habe, Camping in Italien machen. Außerdem Wellnessurlaub in einem wirklich exklusiven Wellnesshotel. Eine Hütte in den Bergen nur mit meiner Familie, einem Kamin, ganz romantisch mit viel Schnee. Campen in den Bergen, aber bitte ohne Schnee. Und eine Safari in Afrika, die möchte ich ja auch unbedingt mal machen. Ich möchte alle Disney-Parks dieser Welt besucht haben. Und wo wir gerade schon bei Disney sind, möchte ich gerne mal im Disneyland-Hotel übernachten. Ebenfalls Thema Disney, ich möchte meine Kreuzfahrt mit einem der Disney Cruise Line-Schiffe machen. Am liebsten natürlich mit der Disney Dream, aber bis wir das verwirklichen können, kommt vielleicht schon wieder ein neues Disney-Schiff raus. Kommt raus. Ja. Ich möchte unbedingt mal die Nordlichter sehen. Irgendwann möchte ich mal Orca-Wale in freier Wildbahn beobachten. Auf keinen Fall in irgendwelchen Parks, dann verzichte ich auf die Orca-Wale. Aber es ist ein wirklich großer Herzenswunsch von mir, mal eine Orca-Schule in der freien Wildbahn zu sehen. Außerdem hätte ich irgendwann gerne mal einen Therapiehund. Am liebsten einen Corgi, weil die so süß sind. Ein Eigenheim mit eigener Sauna und einem Heimkino. Das wäre schon cool. Ich möchte gerne perfekt Klavier spielen können.
Ich möchte irgendwann 2 Kinder. Nicht mehr und nicht weniger. Obwohl ich unfassbare Höhenangst habe, möchte ich mal Heißluftballon fliegen. Um mir dann in die Hosen zu machen. Ich würde unfassbar gerne mal bei einem Disney-Film mitwirken, egal in welcher Art auch immer. Schnorcheln in einem wunderschönen Korallenriff mit glasklarem Wasser. Mit einer Kutsche bei Schnee hochfahren zum Schloss Neuschwanstein. Mit meinem Verlobten bitte. Die Titanic besuchen. Wird schwierig, weil ich glaube, lange hält dieses Schiff dort nicht mehr statt. Aber ja, das wäre schön. Leonardo DiCaprio treffen und dabei bitte nicht in Ohnmacht fallen. Ein kleines Schwarzes kaufen und auch tragen. Ordnung in meinen Handtaschen schaffen. Und das soll mindestens 3 Monate so bleiben. Einmal eine Prinzessin sein. Mal einen richtigen Frosch küssen. Ein Dirndl tragen. Eine Krawatte binden können. Einen Millionär kennenlernen. Eine Nacht in einem Luxushotel verbringen. Nähen lernen. Meiner Mutter ähnlich werden. Meinen eigenen Duft kreieren. Jeden Fingernagel in einer anderen Farbe lackieren. Spontan zum Flughafen fahren und einen Weekend-Trip machen, egal wohin. Einen Neuanfang wagen. Mich einen Tag lang nochmal wirklich wie 16 fühlen und benehmen. Einen Tag lang mal nur das machen, was Männer tun. Mich auf ein Feld stellen und schreien, so laut wie ich kann. Einen ganzen Tag lang nichts sagen. Mich nur für die Nacht mit meinem Liebsten einmal so richtig aufdonnern. Einen Wildfremden küssen. Beim Pferderennen wetten. Nackt in einem See baden. Ein Blind Date haben. Bei einem Date im Restaurant richtig zuschlagen, statt nur einen Salat zu nehmen. Eigenhändig eine Spinne beseitigen. Ein Tattoo stechen lassen. Zu einem Fußballspiel ins Stadion gehen. Ein Wochenende lang Babysitter sein. Mit einer Freundin Brautkleider anprobieren, obwohl wir gar nicht heiraten. Einen Schminkkurs machen. Ballettstunden nehmen. Einen Pole-Dance-Kurs besuchen. Mich selbst mit einem teuren Schmuckstück beschenken. Die Haare kurz schneiden. Lernen, wie ich den Reißverschluss eines Kleides am Rücken alleine schließen kann, ohne Hilfe von anderen entgegennehmen zu müssen. Und wenn ich das dann geschafft habe, gehe ich zum Patentamt und frage, ob es schon einen Reißverschluss-Zumach-Dings gibt. Einem Idioten eine saftige Ohrfeige verpassen. Eine Woche lang keine Süßigkeiten essen. Wenn es irgendwann nochmal zu dieser Gelegenheit kommt, dass mein Partner richtig Scheiße baut, dann werde ich ihm in aller Öffentlichkeit eine richtig filmreife Szene machen. Mir selber sagen, dass ich schön bin. Im Regen tanzen. Eine Liebesbotschaft mit Lippenstift an den Spiegel schreiben. Abgeschleppt werden. Meinen Kleiderschrank ausmisten. Wie in der Zalando-Werbung bei deiner Shopping-Lieferung vor Glück schreien. Einmal versuchen, so richtig lang zu telefonieren. Das kann ich nämlich tatsächlich nicht, möchte ich aber mal. Mir die Zukunft vorhersagen lassen. Länger an Liebeskummer leiden, als die Beziehung überhaupt gehalten hat. Einen Urlaubsflirt haben. Mich mit einem Bad Boy einlassen. Mit High Heels über Kopfsteinpflaster stöckeln. Eine Frau küssen. Jemanden mal so richtig lautstark meine Meinung sagen. Eigenhändig ein Regal der Schweden aufbauen. Beim Armdrücken gegen einen Mann gewinnen. Einen Roadtrip mit der besten Freundin machen. Unzertrennlich mit jemandem sein. Ein Fotoshooting machen. Ein professionelles Akt-Fotoshooting machen. Einen Brautstrauß fangen. In ein Fettnäpfchen treten. Ohne Höschen aus dem Haus gehen. Auf ein Festival gehen und im Matsch tanzen. Egal, ob ich die Musik mag oder nicht. Einen Mann unter den Tisch trinken. Ein Geheimnis für mich wahren. Keine Angst vor runden Geburtstagen. Über eine Schönheits-OP nachdenken und das gleich wieder verwerfen. Zum Shoppen nach New York fliegen. Einem nervenden Typen den Laufpass geben. Einen Yogakurs besuchen. Einen Striptease für den Partner hinlegen. Eine Flasche mit einem Feuerzeug öffnen können. Einen Junggesellenabschied feiern. Mein Traumgewicht finden. Einen Mann zum Weinen bringen. Ganz alleine in den Urlaub fahren. Lernen, mich zu orientieren. Nein sagen. Meinen ultimativen Märchenprinzen finden und mich unsterblich in ihn verlieben. Einen Liebesbrief schreiben. Mir die Wimpern tuschen, ohne dabei eine Grimasse zu ziehen. Wuttränen zurückhalten. Einen Schwangerschaftstest machen. Cabrio fahren als Beifahrer. Ein Wochenende nur vegan essen. Ein Bad nehmen und Champagner als Badezusatz verwenden. Mich einen Tag lang mal so richtig als Diva aufführen.
Auf dem Eiffelturm küssen. Einen Heiratsantrag bekommen. Eigenes Gemüse anbauen. Wieder Auto fahren. Einen ganzen Tag lang Serien schauen. Teure Schuhe kaufen, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Einem Mann mal die Abseitsregel erklären. Das heißt vorher Abseits verstehen. Heiraten. Das war jetzt eine ganze Menge. Wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, so einiges davon ist ein bisschen ballaballa. Nicht möglich oder einfach nur bescheuert. Aber ich finde auch so Kleinigkeiten sind es wert, mal getan zu haben im Leben. Da sind sicherlich auch Sachen bei, die man vielleicht nicht so unbedingt im Internet äußern sollte. Auch, dass ich das vielleicht schon mal getan habe oder das gerne mal tun möchte. Aber ich glaube, insgeheim hat doch jeder solche Wünsche im Leben, auch mal was Unanständiges zu tun oder, denke ich. Und es würde mich natürlich auch von dem einen oder anderen interessieren, was da so für unanständige Dinge dabei sind oder auch nicht unanständige Dinge. Wen ich jetzt tagge, habe ich mir gerade nicht zurechtgelegt, verlinke ich euch unten in der Infobox und natürlich auch sonst hier nochmal eben. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Taggen, liebe Moni. Ich finde den super, den Tag. Und überlege mir auch gleich mal, was ich zu demnächst umsetzen könnte. Coolio! Ich fand ihn super. Also danke fürs Taggen. Ich hoffe, euch hat dieser Tag gefallen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare so, keine Ahnung, vielleicht eure drei größten Wünsche, die ihr im Leben mal getan haben wollt, gemacht haben wollt, wie auch immer. Die drei größten, das würde mich mal interessieren. Schreibt mir die in die Kommentare. Dann dürft ihr mich gerne bewerten, indem ihr mir einen Daumen gebt, nach oben oder nach unten. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.